Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Die Zwerge. Jo, ohne Umschweife gehen wir jetzt hier zum Albelager. Hoffentlich. Geralda kann den ganzen Tag über kaum Schritt halten und als du sie wanken siehst, gibst du früher als sonst den Befehl, das Nachtlager aufzuschlagen. Alles in Ordnung mit dir? Die Zwergin sieht krank aus und da ihr das wohl klar ist, versucht sie es erst gar nicht mit Ausreden. Der Trank, er ist leer. Ich brauche den Trank. Sie schaut dich flehend an, so als ob du ihr helfen könntest. Über die nächsten Tage verschlechtert sich Geraldas Zustand zunehmend. Sie beginnt zu zittern und mehr als einmal erwischst du sie dabei, wie sie in sich hineinmurmelt und verstohlene Blicke in Richtung Andokai wirft. Die Maga behauptet, sie wisse nicht, um was für einen Trank es sich gehandelt habe und warum Geralda ihn brauche. Du glaubst ihr, doch dir fällt auch auf, dass Andokai sich nicht gerade um die Lösung des Problems bemüht. Ja. Hier wären es 1, also von da aus 1, 2, 3, 4. Hier wären es 1, 2, 3, 4, also gibt sich das nichts. Okay, zum Lager. Ihr erreicht den Ort, der auf der Karte der Orks eingezeichnet war, und bei dem Anblick, der sich euch bietet, gibt es keinen Zweifel. Hier haben die Albär ihre Experimente gemacht. Jo, gucken wir mal, was wir hier finden. Also jetzt wissen wir schon mal, selbst wenn man sie nicht mitnimmt, kommt sie nach der Festung der Ersten zurück. Oh, ich bin froh, endlich wieder Angehörige meines Volkes zu sehen. Ich bin froh, überhaupt jemanden zu sehen, der mich nicht töten will. Wir sind hier, um dich zu retten. Wir haben gehört, dass Alba an Zwergen experimentieren. Wo sind die anderen? Sie. Ich bin der Letzte. Mich gibt es auch noch. Du. Du bist also entkommen. Ich hätte es mir denken können. Du bist von den Ersten, hast nach König Giselbarts Schwert gesucht, nicht wahr? Du bist der Erste, der ins Reich der Fünften aufgebrochen ist, um das Schwert Sternenbeißer zu finden, oder? Das, ja, das stimmt. Kastur Grobklinge ist der Name. Aber woher weißt du das? Wir haben deine Aufzeichnungen im Güldenbrunn gefunden. Wir hatten gehofft, dich lebend zu finden. Danke. Ich hatte gehofft, jemand würde meine Aufzeichnungen finden. Im schlimmsten Fall, dass ich... Nun ja, ich hatte Erfolg. Ich habe das Schwert gefunden und war schon auf dem Rückweg aus dem Reich der Fünften, als mich die Albär überrascht haben. Sie kamen in der Nacht und... Ich hatte keine Möglichkeit, mich auch nur zu wehren. Am nächsten Morgen wachte ich in diesem Käfig auf. Sie wollten mit mir dasselbe anstellen wie mit ihr. Kastur nickt in Geraldas Richtung. Aber dazu kam es nicht mehr. Ja, du kennst Geralda? Du und Geralda, ihr kennt euch? Sie war schon hier, als ich ankam. Die Albe haben Experimente mit ihr gemacht. Sie haben ihr eine Tinktur aus einem Apparat eingeflößt und danach schien es, als sei sie eine Puppe. Sie musste ihnen gehorchen. Sie bildeten sie in Kämpfen aus und sie konnte Albä-Magie wirken. Ich schwöre es. Aber beim letzten Mal war etwas anders. Sie kämpfte gegen die Befehle der Albä an, köpfte schließlich einen von ihnen. Sie ließ mich und die anderen Gefangenen frei und lief im Chaos davon. Die Albä haben uns alle wieder gefangen genommen. Nur sie nicht. Wo sind die Albä? Ist die Frage. Da ist der Alb. Jo, das ist unser erster Kampf. Ne, das ist unser zweiter Kampf mit Balindis. Also. Legen wir einfach mal los. Jo, wir haben zwei Nachtmare. Einer rennt gerade Balindis rum. Was denn? Für Vrakas. Was denn? So, Bavragor. Was denn? Boah,
Friedrich! Freunde, du kümmerst dich um. Mach dich bereit! Solche Kreatur! Boah, eklig! Den Nachtmahr hier. Weil der Nachtmahr da unten, der hat doch keinen großen Bock. Ja, ja. So. Wo ist? Was denn? Schon fast da. Freundin, da. Aber klar. So, der erste Nachbar ist hinten. Fällig. Haben wir etwa den Alp schon Nein, der Alp ist da. Schon fast da. Ja? Ja? So. Ja. Was gibt's? Sofort. Ja. So, das war der Alp. Damit sind wir schon mal den schlimmsten Gegner losgeworden. Mhm. Ja? Alter, wobei eigentlich sind die Nachtwache fast schon schlimmer als die Alpe. Ja, bitte? Oh. Das? Oink, oink, kleine Schweinchen. Ging schief? Abscheuliche Kreatur. Erledigt. Und jetzt? So. Was gibt's? Für Wrackers. Ein gutes Training. Gleich erledigt. Wohl gekämpft und doch verloren. Gut, das scheint zu klappen langsam. Ja? Bavragos steckt ein bisschen in der Klemme. Und weiter. Was denn? Oink, oink, kleine Schweinchen. Aber klar. Ja, ja. Boindil ist gerade kampfunfähig, jetzt nicht mehr. Wo ist der Nächste? Was denn? So, der Rest dürfte Selbstläufer sein, eigentlich fast schon. Für Frankas und weiter. Angriff erledigt. So. Ja? Hm? Mach dich bereit! Er hat sich ja kaum gewehrt! Da bist du platt! Solche Kreatur! Hm? Auf den Weg! Jo, das. Also, Untote alleine sind eigentlich relativ harmlos. Für Wrackers! Außer man kriegt sie natürlich nicht tot. Ey, Boindil, helf mir mal hier ein bisschen. So, das waren die Untoten. Ich hatte gehofft, nach Grünhain nie wieder einen Nachtmahr zu sehen. Zum Glück waren es zwei. Sehen wir uns um. Vielleicht gibt es noch mehr Überlebende oder wir finden etwas über den Trank heraus, den Geralda braucht. Ja, Level Up für die, die... eigentlich keins brauchen, weil ich sie fast nie benutze. Naja, Jeroen hinkt ein bisschen hinterher und Andokai, aber die brauchen die wenigsten Erfahrungspunkte. Die meisten braucht immer noch Tungdil. So, Bavragor kann sein Elixier haben. 31 Essen, das ist schon mal gut, reicht für eine Woche. Für 3 Tage. Oh, das ist Geld, kein Essen. Das da ist Essen. Ein goldener Ring und ein Heiltrank, die uns beide nicht mehr wirklich viel bringen. Die Gefahr ist vorbei. Ein für alle Mal. Jetzt hat der Horror endlich ein Ende.
Ja. Ein Rucksack mit allem, was man für ein paar Tage in der Wildnis benötigt, und ein fremdartig aussehendes Schwert. Ein Rucksack? Ja, das Schwert, das er gefunden hat. Wir sind sogar so höflich, es ihm zu lassen, weil wir können eh nichts damit anfangen. Wir haben keinen Schwertkämpfer außer Goimgar Schimmerbart. Und der ist kein fähiger Kämpfer. Ja, jede Menge Knochen. Der tote Alb. Der Alb wurde geköpft. Er ist tot und selbst das tote Land wird ihn nicht dazu bringen, wieder aufzuerstehen. Das ist er. Ich erinnere mich wieder. Er zwang mich dazu, einen neuen Trank zu trinken. Und dann, daher bekam ich meine Kräfte. Ich tötete ihn und lief davon. Beim genaueren Hinsehen erkennst du in der Hand des Alps einen kleinen, zusammengerollten Zettel. Ja, Albe stehen leider auch wieder auf, im Totenland. Und wie Elfen... Ein Rezept. Wenn ich raten müsste, vermutlich für Geraldas Trank. Albische Experimente. Auf einer Landkarte, ja. Auf irgendeine Weise haben die Albe einen Teil ihrer unheimlichen Fähigkeiten auf Geralda übertragen. Unbeabsichtigt haben sie ihr sogar die Fähigkeit verliehen, anderen ihren Willen aufzuzwingen. Das macht sie zu einem der gefährlichsten Geschöpfe des geborgenen Landes. Ja. Da ist Andokai. Dort wäre unser Weg weg. Wahrscheinlich irgendwo. Das sind wohl einige der vermissten Dorfbewohner. Du fragst dich, ob die Albäer sie zum Spaß oder durch ihre Experimente getötet haben. Du hoffst, dass sie nicht lange leiden mussten, auch wenn du es wohl besser weißt. Vorgas und Namora stehen darum. Dann haben wir hier oben noch Untote. An diesem Lagerplatz. Das war sicherlich ein kleines Ork-Lager. Oder eine Ork-Schlafstelle für die Orks, die den Alben geholfen haben, die Dorfbewohner zu verschleppen. Weil ich glaube kaum, dass es so viele Albe hier gegeben hat. Hier sind auch noch ein paar ehemalige Untote und eine Barrikade. Ach ja, und ich wollte mir... Rezept, das Rezept für Geraldas Trank. Und hier ist wieder was falsch. Schmiedearm weg, Anführer hin. Wie auch immer. Betrachte die Behälter, ja. Die Behälter sind mit Blut gefüllt, aber es wirkt dünner und riecht süßlicher, als es sollte. Vermutlich haben die Albe etwas damit gemacht. Entweder für ihre Tränke oder um es als Farbe zu benutzen. Du kannst mit den vielen Gerätschaften und Zutaten nichts anfangen. Aber für Andokai als erfahrene Magier und Alchemistin sollte es ein leichtes sein, Geraldas Trank zu brauen. Jo. Dadurch, dass wir jetzt schon das Rezept hatten, habe ich ein bisschen was übersprungen über den Alchemietisch. Hä? Ihr wollt die Nacht nicht inmitten der Toten verbringen und schlagt euer Nachtlager ein Stückchen entfernt auf. Zusammen mit Andokai und Namora entzifferst du das Rezept für Geraldas Trank. Alles in allem sind die Gerätschaften und der Prozess nicht schwer zu verstehen, wenn auch etwas fremd. Und die Zutaten sind selbst für mich gewöhnungsbedürftig. Dieses schwarze Wasser und Elbenblut unter anderem. Das ist es, was Geralda ihre Kräfte gibt? Andokai nickt. Das gibt ihr ihre Kräfte und macht sie gefährlich. Was wird sie tun, wenn der Trank aufgebraucht ist und sie vom Durst in den Wahnsinn getrieben wird?
Sie könnte mich dazu zwingen, ihr mehr und mehr von dem Trank zu brauen und das dazu nötige Elbenblut zu beschaffen. Andukais Augen durchbohren dich. Ich kann ein Gift mischen, das genauso aussieht wie ihr Trank. Sie vertraut dir, Tungdil. Wenn du es ihr gibst, wird sie es trinken. Und wir würden eine unkontrollierbare Gefahr vom geborgenen Land fernhalten. Ja. Also erstmal das, was wir übersprungen haben, dadurch, dass ich das Rezept zuerst aufgesammelt hatte, war, dass das ein zusammenklappbarer Alchemietisch war, den die Albe halt mit sich rumgeschleppt haben. Mehr eigentlich auch nicht. Und ja. Jetzt bin ich wieder an dieser zwiegespaltenen Stelle. Auf der einen Seite hat Andukai recht, auf der anderen Seite ist das eigentlich Mord. Ich habe mich das letzte Mal für das Obere entschieden. Versuchen wir einfach mal das moralisch weniger Richtige und dafür für das Allgemeinwohl Richtigere zu tun. Bereite das Gift vor. Du bringst es nicht über die Lippen, aber du musst der Maga zustimmen. Du blickst zu Boden und lässt ein kurzes Nicken folgen. Und wir sollten das Rezept vernichten. So etwas darf nie wieder passieren. Ohne ein weiteres Wort macht sich Andukai an die Arbeit. Nach 2 Stunden ist die Maga fertig und kommt zu dir. Sie hat 2 Fiolen in der Hand, die genauso aussehen wie Giraldas. Die rechte Fiole ist der Trank, die linke das Gift. Andukai drückt dir beide Fiolen in die Hand. Entscheide weise. Bevor du etwas sagen kannst, hat sie sich bereits weggedreht und marschiert schnellen Schrittes zu Jerun. Tungdil, ist der Trank endlich fertig? Dir gelingt es gerade noch, die Fiolen vor Giralda zu verbergen. Ja, hier ist der Trank. Also das hat nicht viel Auswirkung gehabt, ob ich jetzt sage, macht das Gift oder ist es Mord. Hier kommt jetzt wahrscheinlich die wahre Auswirkung. Also das letzte Mal, wenn ich sage, das ist Mord, dann macht sie mir trotzdem beide Tränke und ich darf mich hier entscheiden, ob ich ihr den echten oder den falschen gebe. Wenn ich ihr jetzt den echten geben würde, würde sie ihn nehmen und eine Nachricht hinterlassen und einfach verschwinden. Also eine Nachricht hinterlassen, dass sie keine Gefahr für die Gruppe sein möchte und dass sie sich aus dem geborgenen Land verdrücken möchte und so weiter. Ich könnte sie allerdings auch töten, was ich nicht ausprobiert habe. Wie gesagt, ich probiere jetzt mal das hier aus. Sicher, hier ist der Trank. Wir sind dem Rezept genau gefolgt. Du reichst Giralda das Gift. Sie nimmt es dankend entgegen, öffnet den Verschluss und trinkt gierig einige Schlucke. Danke, Tungdil. Was würde ich nur ohne dich? Oh, was ist das? Es brennt! Du hast mich vergiftet? Es tut mir leid, es geht nicht anders. Du bist eine zu große Gefahr. Du bist doch wie die anderen. Ich verfluche euch. Mit einem letzten schmerzerfüllten Schrei bricht Giralda vor dir zusammen. Als die anderen kommen, bleibst du ihnen eine Erklärung schuldig. Hast du das Richtige getan? Ja, diese Frage. Sie ist tot. Bring sie weg. Jerun folgt Andukais Anweisung sofort. Die Maga packt dich an der Schulter und zerrt dich ein Stück weg. Gute Entscheidung, Tungdil. Als Anführer muss man harte Entscheidungen treffen können. Das hast du getan. Wie gesagt, diese ganze Nebenstory mit Giralda kommt in den Büchern so nicht vor. Das ist also jedenfalls nicht, was ich kenne. Jedenfalls nicht im ersten Buch. Ich wüsste nicht, dass es im zweiten vorkommen sollte. Ist also rein optional und wahrscheinlich gibt es einfach keine Antwort drauf. So, Goimgar hat Stufe 10 erreicht. Und ja, jetzt können wir ihn auch mal live sehen, falls wir noch nicht betrachtet haben, mit seinem Stummelschwertchen und dem eigentlich recht schicken Schild, muss ich sagen. Ja, und er kriegt nur auf Stufe 10 eine Fähigkeit. Nämlich einen Gegner mit seinem Schild umzuboxen. Ja, damit haben wir albische Experimente abgeschlossen. Giralda ist tot. Du musst damit leben, einen anderen Zwerg getötet zu haben. Oder war sie überhaupt noch ein Zwerg? Andukai hatte recht. Giralda war für den Frieden im geborgenen Land eine potenziell ebenso große Bedrohung wie Not-On. Mhm. Das weiß man wirklich nicht, was Giralda noch verursachen könnte. Wir haben sie auf jeden Fall nicht mehr in der Gruppe. Hätten wir oder so nicht mehr gehabt. Im anderen Fall wäre sie halt einfach weggelaufen.
So, letzte Station. Hier ist überhaupt nichts mehr. Das heißt, mit der letzten Nahrung, die wir haben, das reicht gerade noch so. Kommen wir bei den fünften an.